Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und damit herzlich willkommen, genau an dem Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei Pokémon Purpur. Ja, wir haben letztes Mal unserem geheimnisvollen Freund hier geholfen. Da kommt jetzt irgendwas. Wahrscheinlich ein Hundemon. Ja. Freund, hilf mir. Level 40er Pokémon, nein, danke. Ich will nicht. Ich sagte doch, dieses Hundemon kann ich nicht besiegen. Oh nein, da kommt die Brigade schon wieder. Das sind zu viele. Kannst du mich bitte runterlassen? Danke. Es hat schon alle Kraft verbraucht. Ist eine gute Frage. Naja, es hat den ganzen Job gemacht. Auf jeden Fall. Okay. Aber die Nummer machen wir nicht öffentlich, okay? Oh. Sternschauer. Ich habe gerade auf eine gute Attacke gehofft. Es gab ein Spiel, da konnte man die unendlich auf einsetzen. Na, mein neuer Freund. Wie geht's denn so? Offenbar ganz gut. Danke, dass du mich gerettet hast. Ohne dich wäre ich K.O. So. Ah, damit macht man TMs. Interessant, dass man hier TMs herstellt. Ja, komm, hier kriegst du den Sternschauer. Hab ja sonst keine Verwendung dafür. Die laufen mir nicht hinterher, okay. Hm.
Da ist jemand sehr begeistert. Der wirkt sehr fröhlich. Es hat mich gerettet. Unser guter Freund. Ja, ich wurde gerade frisch schon aufgenommen. Schwer zu sagen, ne? Na klar, ich traue mich immer. Pokémon Trainer Pepper. Er setzt Rappel ein. Ja, das süße Backenhörnchen-Pokémon. Ich meine das Eichhörnchen. Ach ja, ich wollte ja wiederkehren. So, Glut! Los, Miraidon, feuer mich an. Aber versuchst du es überhaupt? Juli hat ein Level-Up gemacht. Du hattest nichts auf dem Kasten, das war's. Was hast du gerade erst gefangen? Ich habe Miraidons Pokéball bekommen. Okay, Miraidon ist jetzt mein Pokémon, habe ich gehört. Ein komischer Code. Das ist jetzt wohl meins. Keine Einwände. Guter Plan. Miraidon ist jetzt in meinem Team. Ah, es ist nicht so gesehen in meinem Team. Es ist so halb in meinem Team. Okay, das hat mich gerade interessiert. XP! Hier ist bestimmt was hinter dem... Okay, doch nicht. Ich dachte, hinter dem Leuchtturm wäre eventuell was. Aber hier liegt nur ein Ball. Über seinen Beleber. Ich finde es gut, dass man hier so nebenbei einfach Pokémon sagen kann: Hey, komm, verkloppt das mal, ich brauche Erfahrung. Das ist ein tolles neues Feature. Schwer ich mich nicht. Misa, no City. Okay, da ist die Akademie.
Ach ja, Unterricht. Ich weiß doch schon alles. Na, die Gegend sieht schon schön aus. Die Bäume sehen ein bisschen pixelig aus aus der Entfernung, aber ansonsten sehr schön. Jetzt sind wir offiziell in Paideia. Ich sehe ein Pokémon Center. Kann man nicht einfach überspringen, wie ich die Treppe runterkletter? Die Leiter. Hol mir Erfahrung. Das ist aggressiv. Oh, ein Pokémon-Kampf. Soll ich sie fertig machen? Was sagst du, Noah? Mach ruhig, aber bleib nett zu ihr. Okay, ich versuche nett zu sein. Zu dem Kind. Da unten ist ein Enton. Nils Diego. Ein Terunde. Schon Level 10. Ja, Grimm, das war wirklich easy. Oh, ein Wasser-Pokémon, endlich. Auf sowas warte ich schon. Coole Kampfmusik. So, Tackle! Blut würde nichts bringen. Weil Feuer gegen Wasser. Ich hoffe, dass es noch keine Aquaknarre kann. Obwohl, eigentlich hoffe ich es schon. Überflutung? Okay, warum du auch immer mir meinen Nachteil nimmst? Keine Einwände. Oh, guck mal, das Ferunkel da. Das ist ängstlich. Das Ferkuli. Trägt schon den Namen verkackt. Barmenin, das Meereswiese-Pokémon. Füllt es die Schwimmblase um den Hals mit Luft, ragt seinen Kopf aus dem Wasser und es kann die Bewegung vom Beuter an Land beobachten. Im Prinzip möchte ich dich im Team haben. Ich tu mal Pommel raus. Ich trainiere die später noch hoch. So, Enton will ich aber so fangen. Bemerkt es mich überhaupt? Ich darf nur keine heftigen Kopfschmerzen kriegen. Blut. Ich weiß, dass es wenig Schaden macht. Aber ich glaube, es macht immer noch mehr Schaden als Tackle. Oh, es hat gut Schaden gemacht, weil es ein Volltreffer war. Ich wollte das Enton eigentlich fangen. Da sitzt noch irgendein Pokémon. Oh, guck mal, so viele Pokémon. Wir kommen gar nicht dazu, weiterzulaufen.
Ach, das war ein Enton, das komische Baum, sagt sich das, dass wir irgendein Käfer, der Baum klebt. Und ein weiteres Pokémon wurde gefangen. Und Level-Ups. Das Enten-Pokémon. Wenn seine chronischen Kopfschmerzen stärker werden, kann es mysteriöse Kräfte entfalten. Danach erinnert es ja anscheinend nicht daran. Ja, ein Pokémon mit Gedächtnisverlust. Beziehungsweise mit Amnesie. Oh, das Bild war toll. Ein teils schlafendes Enton. So, ich habe das Bammelin, was ich aus Versehen angegriffen habe, eben kurz mal mit Pamo besiegt. Ich wollte mich eigentlich Azurel angreifen. Der kleine süße Ding. Deckel! Aus dem Winkel seht ihr mir. Autschen! Das war ein Beutreifer und hat so wenig Schaden gemacht? Meine Hoffnung war, dass Glut kaum Schaden macht. Es lief nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ist hier noch ein weiteres Azurel? Hier ist kein weiteres Azurel. Kann ich schwimmen? Nein. Ich bin unfähig zu schwimmen. Das hat mir meine Mama leider noch nie beigebracht. Verprüge die beiden. Mich interessiert, was hier so rumliegt. Schön, dass man genau zielen muss. Azurel hole ich mir später. Oh! Fluffiluff. Ich will dich. Auch wenn ich dich wahrscheinlich nie benutze, ich will dich. Imitator, das ist eine sehr, sehr starke Technik im eigentlichen Sinne. Noch ist es einfach, die Pokémon zu fangen. Noch ist es einfach. So, wir haben das Ballon-Pokémon eingefangen. Es liebt das Singen. Ist aber noch nicht sehr gut darin. Lobt man es regelmäßig, verbessern sich seine Gesangskünste auch nach und nach. Du sollst bitte nicht in meiner Nähe singen. Ich will nicht sofort einschlafen. Da vorne ist noch ein Pokémon. Heffel. Du bist auch neu. Ist ganz schlecker. Ein Hund, die das einen abschlägt. Ja, bitte. Pass auf, wenn ich bei der dritten oder vierten Stadt war, dann wird es wahrscheinlich schwer, die Pokémon zu fangen. Das Welpen-Pokémon. Oh, ist das süß. Seid ihr, sieht dieses Pokémon unter dem steht dieses Pokémon unter dem Schutz der Menschen, da die in seinem Atem enthaltene Hefe nützlich für die Zubereitung von Speisen ist. Oh. Und es ist auch noch nützlich. Wetten, die Nachfolger sehen nicht so putzig aus.
Ja, das Pokémon Center habe ich von Weitem gesehen. Ja, möget ihr das mal bitte erklären. Okay. Sie macht meine Pokémon wieder fit, die gute alte Schwester Joy. Daneben ist der Supermarkt. Ich werde auf jeden Fall ein paar Pokébälle kaufen. Okay, Ligapunkte. Und da kann ich die Teile verwerten, die ich bekommen hatte, ne? Oh, 5000 Ligapunkte, danke. Und ein Haufen Pokémon-Materialien. Und darüber könnte ich den Multiplayer starten. Dann wäre ich aber sehr, sehr stark zeitgebunden an meine Kollegen. Nein, wie kann ich das? Ach, das kann auch die Items für mich einsammeln. Okay, der Autokampf. Okay, immer auf den Typus achten. Wie gesagt, darüber kann ich den Multiplayer starten. Ich rede auf jeden Fall mit dir jetzt erstmal. Aber das ist ein Interface davon, das gefällt mir. Ich kann meinen Geburtstag registrieren. Das mache ich offscreen. So, ich wollte noch Pokébälle kaufen. Da muss ich mich erstmal ranschleichen. Das bemerkt er mich noch. Ach, ich kann jetzt schon Beleber kaufen. Bei anderen Spielen dauert das echt lange. So, ich würde mal sagen, 30 Pokébälle sollten reichen. Ich wollte eigentlich bestätigen drücken. So, mit Geld zahlen wir mal. Und hier kaufe ich auf jeden Fall von jedem mindestens eins mal. Weil die Heiler-Items, die kannst du eigentlich alle ab und zu mal gebrauchen. Momentan brauche ich nichts, um Flucht zu machen. So, ich behalte mal ein bisschen Geld. Und ich würde sagen, das TM-Schmieden, das heben wir uns für die nächste Folge auf, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.